Fernando und Isabella ist ein Programm, das sich mit den spanischen Königen beschäftigt. Das ist ganz spannende Musik, die kommt aus dem 15., frühen 16. Jahrhundert. Und zwar gibt es da einen ganz besonderen Codex, Cancionero del Palacio heißt der. Der wird bis heute in Spanien aufbewahrt, in El Escorial, in der Nähe von Madrid. Und das sind über 1000 Stücke, die den spanischen Königen gewidmet sind. Und zwar dabei nicht nur Fernando, also nicht nur dem männlichen König, sondern auch Isabella, Isabella von Kastilien, seiner Frau. Wir haben eine bestimmte Auswahl getroffen an Stücken, die sich so ein bisschen an der Lebensgeschichte von Isabella von Kastilien langhangelt. Im Cancionero del Palacio gibt es Stücke, die traurig sind, die fröhlich sind, geistliche, aber auch weltliche Musik. Und es spielt natürlich auch die Improvisation eine große Rolle. Im Konzert wollen wir den Zuhörer gerne mitnehmen ins alte Spanien und die Klänge, die damals überall präsent waren, sollen heute wieder ein Stück weit lebendig werden.